So, ich habe jetzt die Verantwortung, Verantwortung gut in den Raum zu bringen. Wir haben uns, glaube ich, alle schon ganz viel mit Verantwortung beschäftigt, bewusst oder unbewusst. Und ich finde es ein wahnsinnig breites Feld. Und wir haben es gerade auch diskutiert, na, machen wir erst Autorität, erst Macht, erst Verantwortung. Und haben gesagt, Verantwortung muss auf jeden Fall an Schluss. Und warum haben wir das gesagt? Naja, wenn mir Autorität zugeschrieben wird, wenn ich Macht habe, wo auch immer, aus welcher Quelle her, bin ich in der Verantwortung. Und verantworten, im Wort Verantwortung, kennen wir aus dem ISB, steckt das Wort Antwort. Also ich muss entscheiden, ob ich antworten will auf eine Situation. Ich finde das englische Wort Responsibility, Übersetzung von Verantwortung, auch eine ganz spannende Perspektive, weil das bringt zwei Themen zusammen, nämlich zum einen die Antwort, aber auch die Ability, also die Fähigkeit, Antworten geben zu können. Das nochmal, deswegen nochmal hier die englische Perspektive. Habe ich die Fähigkeit, eine Antwort zu geben? Und will ich eigentlich auch eine Antwort geben? Das ist immer eine Entscheidung. Gehe ich in Verantwortung, wenn ich Macht habe, oder gehe ich nicht in Verantwortung? Wenn ich als eine Autorität bin, ich fand jetzt gerade war, ich weiß gar nicht mehr, was war, war eine große Diskussion, da hieß es, ja, du musst dich doch jetzt zu den aktuellen Konflikten, ne, als Autorität in dem Feld. Und die Person hat gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich habe noch gar nicht durchdrungen, was das eigentlich gerade alles bedeutet. Ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen, mit der Autorität, die mir zugeschrieben wird, jetzt Antworten zu geben. Und er hat dasselbe bewusst zum Thema gemacht. Und das finde ich spannend und das finde ich auch sehr verantwortungsvoll zu überlegen, wenn ich Macht und Autorität habe, wann nutze ich sie wie? Und das in Kleinen wie im Großen treibt uns um. Und die Frage ist natürlich, wenn ich verantworten, die ist, ich habe jetzt wirklich tatsächlich die ISB-Definition dabei, wenn verantworten heißt, Antworten geben, dann ist ja die Frage, welche Perspektiven lege ich da an? Wer das Machtmodul gemacht hat, hat das wahrscheinlich noch im Hinterkopf. Ich bringe es einfach in den Raum, dass wir alle vom Gleichen sprechen. Und da ist eine Frage allein schon, will ich eigentlich überhaupt Verantwortung übernehmen? Also die Frage des Wollens, das hat ja ganz viel damit zu tun, welche Erfahrung habe ich mit Machtverantwortung, mit was habe ich für Werte, was für Motive habe ich, was denke ich auch, was passiert, wenn ich in die Verantwortung gehe, wenn ich darüber reflektiert habe, ob ich in die Verantwortung gehe. Manchmal passiert das ja auch unreflektiert. Eine Frage ist auch, kann ich eigentlich überhaupt also die Frage des Könnens, welche Qualifikationen habe ich in der Situation, die Verantwortung zu übernehmen? Welches Wissen, welche Erfahrungen habe ich schon mal gemacht? Ist es was ganz Neues? Traue ich es mir zu? Wird mir die Qualifikation auch zugesprochen? Und die andere Perspektive ist, darf ich eigentlich hier die Verantwortung übernehmen? Ganz lieben Dank. Das ist eine Frage der Ausstattung. Also mit welcher Macht bin ich ausgestattet? Wenn ich in Verantwortung gehe, gerade im organisationalen Kontext, gibt es jemanden, der mir den Rücken stärkt? Also bin ich überhaupt in der Rolle, Verantwortung übernehmen zu dürfen? Und dann, auch im organisationalen Kontext, natürlich die Frage, muss ich hier eigentlich Verantwortung übernehmen? Also bin ich zuständig? Das hat ja wahnsinnig viel mit meiner Rolle zu tun. Also bin ich in der Rolle, mit der Macht ausgestattet, mit der Verantwortung, hier Antworten geben zu müssen? Und wenn wir hier von Responsibility sprechen, ist ja so der kleine Bruder, die Accountability. Also hier unten sehe ich das Thema Accountable. Also ich werde zur Verantwortung gezogen, wenn ich zum Beispiel nicht das Richtige getan habe oder gar nichts getan habe. Also hier ist immer die schwere Seite der Verantwortung, weil hier muss ich eine Antwort geben, ob ich kann, will oder nicht. Sonst kann es sein, dass die Konsequenzen folgen, gerade im beruflichen Kontext. Also links geht es tendenziell mehr um die Person oder geht es um die Person. Und hier rechts ist der Organisationalkontext, der stark an der Rolle hängt, aber natürlich auch im Familienumfeld. Mein Fünfjähriger kann nicht entscheiden, in welche Schule er als nächstes Jahr geht, sondern da muss ich auch eine Antwort geben. Hängt also an der Rolle. Wir haben eingangs gesagt, warum treibt uns eigentlich, warum wir das Thema Macht, Autorität und Verantwortung als Thema gemacht? Weil wir finden, dass die große Frage für uns alle im privaten, aber auch im gesellschaftlichen und auch im unternehmerischen Kontext schon auch die Frage ist, wo endet eigentlich meine Verantwortung? Also bei einer Firma kann ich mir die Frage stellen, muss ich Gutes tun oder reicht es, wenn ich nichts Schlechtes tue? Das ist ein komplett unterschiedlicher Verantwortungsbegriff und eine ganz unterschiedliche Verantwortungshaltung.
Und das geht ja für uns alle auch. Also ich weiß nicht, wer hier Kinder hat im Schulalter. Jetzt mal was anderes, klassisch Elternabend. Ich sitze da, ja, Elternbeiratswahl, alle sind still. Und dann gibt es immer einen, der sagt, okay, Mahlzeit. Der geht in dem Moment in Verantwortung, weil er eben sagt, okay, mache ich's. Aber reflektiere ich das eigentlich, will ich das? Und das ist jetzt ein Mini-Beispiel, das ist ja auch ein Unternehmen, mache ich ein Projekt, nehme ich die nächste Führungsebene an, wenn mir was angeboten wird, nehme ich einen großen Beratungsauftrag an, also die Fragen, oder gehe ich aus einem Beratungsauftrag raus, weil ich sage, ich kann eigentlich die Verantwortung für das, was hier passiert, nicht mehr übernehmen. Das sind ja viele Fragestellungen. Also die Frage so ein bisschen, wo endet eigentlich meine Verantwortung? Und da gibt es Menschen, die haben ein ganz breites Verantwortungsverständnis von sich selber. Also die gehen eher schnell in Verantwortung, übernehmen gern große Verantwortungen. Mit Reflexion oder ohne Reflexion, kann und will ich das? Oder was sind eigentlich die Konsequenzen aus der Verantwortung? Und das Risiko bei einem breiten Verantwortungsverständnis ist natürlich sowas wie so ein Verantwortungs-Burnout. Also irgendwann festzustellen, es ist zu viel, es ist nicht machbar. Es gibt aber auch Menschen, die setzen vielleicht den Radius ein bisschen enger. Also was ist mein Verantwortungsradius? Und die fassen den eher klein. Das bedeutet dann eher, ich ziehe mich vielleicht auch aus Situationen, wo ich Verantwortung übernehmen könnte, wieder raus. Was bedeutet, ich schütze natürlich mich auch. Aber es heißt auch, ich kann vielleicht mein ganzes Potenzial gar nicht nutzen oder meine Verantwortung, die ich leben kann, nicht einbringen in das, was eigentlich anstehen würde. Und die Menschen bleiben vielleicht auch hinter ihren Möglichkeiten oder können das, was sie eigentlich an Wirkung erzielen könnten in dem jeweiligen Umfeld, mit der Autorität, die ihnen zugesprochen wird, der Macht, die sie in den Situationen haben, schlicht und einfach nicht nutzen. Also es geht eigentlich was verloren, also es ist hier tendenziell eher der Rückzug. Und jetzt Organisationen wie auch Menschen werden wahrscheinlich hin und her pendeln, je nach Situation. Und ich habe noch einen Artikel gelesen in Vorbereitung aus der Neuen Narrative. Die haben ein Heft tatsächlich nur zur Verantwortung gemacht. Und ich fand, dass da eine Perspektive ganz gut, und es geht an Responsibility oder lehnt sich an. Und zwar die Frage, es ist ja selten so, dass ich ganz viel Zeit habe, mir zu überlegen, mache ich das jetzt oder nicht. In manchen Situationen, bei einer großen neuen Rolle, bei einem großen Projekt, ja. Aber in ganz vielen Alltagssituationen muss ich ja schnell handeln. Und was ich spannend finde, jetzt aus meinem organisationalen Kontext, habe mich ganz lange mit Unternehmensverantwortung und auch mit Unternehmensintegrität beschäftigt, ist es ja so, dass die schwierigen Situationen ja dann sind, wenn ich schnell was tun muss. Also wenn ich lange überlegen kann, wie viele Informationen, viele Menschen befragen, dann ist es nicht so kritisch. Aber oft die wirklich schnellen kritischen Situationen sind ja die, wo jemand schnell reinspringen muss. Und da passieren ja die größten Unternehmensskandale, oder? Welche Entscheidungen haben die eigentlich getroffen, weil einfach keine Zeit dazu war? Und die Chance zu nutzen, egal ob ich derjenige bin, der beim Elternabend sagt, ich mach's oder nicht, oder tatsächlich in größeren Situationen in die Verantwortung zu gehen oder auch nicht, ist... haben die gesprochen von Reiz und Response, also nicht Reiz und Reaktion, das Schnelle, sondern eher die Frage, wie viel Zeit kann ich zwischen dem Reiz, in dem ich weiß, ich muss eigentlich in der Rolle eine Antwort zu geben und tatsächlich eine Antwort zu geben, was kann ich denn tun in diesem Zeitfenster, so klein oder groß es denn ist. Und da gab es 5 Vorschläge, die finde ich sehr gut andocken an alles, was wir auch gerade bei New Leadership erleben, bei der Frage von New Work, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir mit der Situation von Verdichtung in unserem Privat-, aber auch Arbeitsleben umgehen. Das eine ist, raus aus dem Autopilot, also das Muster, das immer anspringt, wenn ich eigentlich eine Verantwortungsfrage habe, vielleicht erstmal zu unterbrechen mit einer gewissen Achtsamkeit und sich zusammen zu sagen, was passiert eigentlich gerade. Also einfach diese rote Lampe zu sagen, ich gehe nicht in die Reaktion, sondern ich bin achtsam mit mir und gehe aus dem Autopilot raus und gucke, was passiert. Und dann gibt es 4 weitere Vorschläge. Das eine ist tatsächlich, meine Gefühle wahrzunehmen. Was passiert hier gerade? Wie geht es mir dabei? Das intuitive, schnelle, was macht es mit mir? Aber auch vielleicht zu gucken, was macht es gerade mit anderen? Was passiert um mich rum? Und das wirklich wahrzunehmen, bevor eben die Response dann folgt. Ein weiteres Mini-Tool war zu sagen, ich schaue nach vorne, je nach Größe der Antwort, die ich geben muss, in 3 Tage, 3 Monate, 3 Jahre, wie auch immer, zu sagen, wenn ich das jetzt so mache, was passiert? Und dann zurückzugucken und zu sagen, will ich das dann so? Da auch ganz stark das Bauchgefühl walten zu lassen, welche Intuition habe, was sagt es mir eigentlich gerade?
Und wenn ich die Chance habe und die Zeit da ist, tatsächlich auch in Dialog, entweder mit meinem inneren Team zu gehen, aber natürlich vor allem auch mit anderen Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen waren oder die mir einfallen, die hilfreich sein könnten, um tatsächlich die Frage zu stellen oder die Antwort zu finden, ob ich eben antworten möchte und in Verantwortung gehen. Die eine Frage ist ja immer, gehe ich in Verantwortung? Aber wenn ich handle, kann ich was tun, kann ich was nicht tun? Und zum Schließen fand ich deswegen, Molière hat es wohl gesagt, ist hinzugeschrieben worden, aber wir kennen es von allen, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern wir sind eben auch verantwortlich für das, was wir nicht tun. Also kann ich gar nicht in Verantwortung gehen, weil ich natürlich mit einer Nicht-Antwort irgendwo mich aus der Verantwortung ziehe und so anderen Verantwortung überlasse und eigentlich auch im Verantwortungsdialog mit mir selber bin. Und wenn man das ganze Thema Verantwortung etwas größer sieht in der Frage, was ist eigentlich meine Verantwortung in dem aktuellen Geschehen, in der Gesellschaft, in meiner Community, in meiner Familie, in meinem organisationalen Umfeld, dann fand ich ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer einfach schön und das möchte ich zum Schluss noch teilen. Der hat nämlich gesagt, die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die richtige Haltung. Das finde ich im aktuellen Kontext hochaktuell. So, das war unsere Tour von Macht, Autorität, Verantwortung. Applaus